Nicht nur wer schön sein will, muss leiden. Auch für viele Sportarten gilt, dünn und leicht sein ist ein Karrierevorteil. Das gilt zum Beispiel für Ausdauerläufer in der Leichtathletik oder auch beim Skispringen. Aktive Sportler und Sportlerinnen reden nur selten über Probleme mit der Gewichtsoptimierung, wie auch die bei 1,74 Meter Größe nur 48 Kilo wiegende Constanze Klosterhalfen, WM-Bronzemedaillengewinnerin über 5000 Meter. Ehemalige Hochleistungssportler sehen das deutlich kritischer, berichten nach längeren Hungerphasen über ausbleibende Regelblutungen, aber auch über Ermüdungsfrakturen, häufige Infekte und sogar Depressionen.